wenn wir Aktien kaufen wollen, dann wollen wir das ja auch so ein bisschen like the Warren Buffett machen. Wir möchten Aktien kaufen, wenn sie günstig bewertet sind, sprich diesen 1 Euro für die berühmt-berüchtigten 50 Cent. Dazu stelle ich dir heute wieder zwei spannende Dividendenaktien vor. Beide Aktien sind von meiner Watchliste und du bekommst natürlich auch im Video wieder meine Kursmarken mit, die für mich wichtig sind, wenn die fallen, dass dann auch wirklich ein potenzieller Kauf entstehen könnte. Aber zunächst schauen wir uns einfach mal die Dividendenhistorie von Johnson & Johnson an. Und ihr seht, die geht richtig schön von links unten nach rechts oben. Das ist schon mal was, was ich einfach echt gerne sehen möchte bei Unternehmen, dass die einfach einen richtig schönen Track Record haben bei der Dividende. Ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Und zwar die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,74%. Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten 5 Jahre lag bei 2,65% und die letzten 10 Jahre lag die bei 2,71%. Also man sieht schon, aktuell bekommt man etwas mehr Dividende. Die Payout Ratio lag bei 66%, das ist natürlich auch ideal, und das Dividendenwachstum, das liegt bei ca. 6%. Das sind auf jeden Fall schon mal Faktoren, die mir persönlich gefallen. Gefallen sie dir auch? Schreib das mal gerne unten in die Kommentare rein. Ja, Johnson & Johnson, brauchen wir, denke ich mal, gar nicht so erklären, was die großartig machen. Ich habe mir jetzt einfach mal rausgeschrieben, und zwar folgendes. Die haben über 150.000 Mitarbeiter. Ihr wisst ja selbst, die Mitarbeiter werden peu à peu teurer. Und vielleicht kann man hier auch zukünftig mal die ein oder andere Ausstellung sehen. Das wäre natürlich für uns Investoren richtig gut. Von der anderen Seite her, als Arbeiter von Johnson & Johnson, ist das natürlich jetzt nicht ideal. Wo verdient man jetzt eigentlich das meiste Geld? Tatsächlich ist es in Amerika mit aktuell 51%. Danach ist Europa einfach auch noch wichtig, natürlich mit über 25%. Ja, dann kommen wir gleich direkt zu den Kennzahlen. Und zwar hat Johnson & Johnson, muss ich sagen, wirklich richtig schönes Potenzial. Ihr seht es beim Umsatz, der wird peu à peu gesteigert. Jetzt war von 2021 auf 2022 so eine leichte Seitwärtsphase, aber jetzt im Jahr 2023 kann man womöglich den Umsatz wieder auf über 98 Milliarden US-Dollar steigern. Die Nettomarge ist auch brutal gut mit über 18%. Also das sind für mich Faktoren, die mir einfach persönlich sehr gut gefallen. Buggy! Und ja, dann geht es gleich direkt weiter, und zwar zur aktuellen Bewertung. Ihr seht das, einerseits das KGV ist relativ hoch, so fair müssen wir sein, aber dann schauen wir uns natürlich auch das KBV gleich mal an. Das KBV liegt bei 5,33%, soll nächstes Jahr runtergehen und dann das Jahr drauf auch nochmal. Hinzu kommt natürlich, dass man leicht Aktien zurückkauft, das natürlich auch gut ist, weil je weniger Aktien es gibt, desto besser sieht dann natürlich auch der Gewinn je Aktie aus. Kommen wir zur Verschuldung. Da muss ich sagen, ist halt Johnson & Johnson echt richtig gut unterwegs. Ihr seht es, die Verschuldung ist fast nicht vorhanden und der Free Cashflow wird auch wiederum mehr. Ich blende jetzt gleich direkt den Aktienchart ein und ihr seht es, wir stehen jetzt gerade aktuell so bei knapp 160 US-Dollar. Ja, mir würde es natürlich gefallen, wenn wir nochmal dieses Jahrestief antesten würden, bei 150 US-Dollar rumliegt das, und dann würde quasi die nächste Unterstützung bei knapp etwas über 140 US-Dollar liegen. Ich bin noch nicht investiert, das sind so meine Kursmarken, wo ich meine Kursalarme habe, und bin gespannt, wie es dort weitergeht. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Unternehmen. Oh, ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Scusi dafür, aber das nächste Unternehmen ist Best Buy. Ihr seht es, hier hat man immer mal wieder eine Sonderdividende bekommen. Aber jetzt sieht es auch so aus, dass man die Dividende peu à peu leicht steigern kann. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 4,78%. In den letzten 5 Jahren lag sie bei ca. 2,9% und die letzten 10 Jahre bei ca. 2,7%. Ja, man hat die Dividende in den letzten 20 Jahren immer peu à peu erhöhen können. Das Wachstum war natürlich brutal sportlich. Also, wenn wir uns mal die letzten 10 Jahre anschauen, das Wachstum lag bei 18,5%. Puh, holy shit. Darf man das sagen? Also, muss ich sagen, also Dividendensteigerung bei Best Buy ist brutal. Aber schauen wir uns einfach mal Best Buy etwas genauer an. Und zwar ist Best Buy, kann man sagen, sowas wie Mediamarkt, Saturn.
in der Richtung würde ich das jetzt einfach mal behaupten. Falls das jetzt nicht stimmt, könnt ihr das gerne mal unten reinschreiben. Und zwar Mitarbeiter hat man insgesamt 90.000 und man verdient den Großteil des Umsatzes, fast 93%, in Amerika. Wie sieht es jetzt aber umsatztechnisch aus? Natürlich auch sehr spannend das Ganze, weil der Umsatz geht bis ins Jahr 2024 abwärts. Abwärts, falls ihr kriegt es ja alle so ein bisschen mit, dass die Konsumausgaben versucht werden, ja, zu minimieren und sonstiges. Da ist halt Best Buy jetzt gerade nicht wirklich in einer guten Ausgangslage und auch die Nettomarge ist halt relativ gering. Aber dennoch 3% ist für einen Einzelhandel, würde ich jetzt mal sagen, gar nicht mal so schlecht. Und Einzelhandel, habt ihr ja schon gehört, Einzelhandel hat einfach aktuell so die Probleme. Aber durch diese Probleme entstehen ja auch viele interessante Möglichkeiten. Daher ergeben sich für dieses Jahr ein KGV von 11,7 und ihr seht es, möglicherweise kann man das in die nächsten Jahre peu à peu Richtung unter 10 ja quasi minimieren. Das ist natürlich auch schon mal was richtig Schönes. Das KGV kommt gut zurück und was mir natürlich extrem gut gefällt, hier kauft man aggressiv Aktien zurück. Ihr habt es ja schon vorher gemerkt gehabt, je weniger Aktien es am Markt gibt, desto besser schaut natürlich am Ende des Tages das Endergebnis aus. Die Nettoverschuldung steigt wieder etwas und der Free Cashflow, ja, ihr seht es, der ist ein bisschen unregelmäßig, wird aber womöglich in den nächsten Jahren auch wieder etwas besser. Meine Kursmarken liegen hier aktuell bei ca. 62 US-Dollar und die nächste Kursmarke, und das wäre das Corona-Tief quasi, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das tatsächlich anlaufen könnten. Es liegt bei ca. 48, 49 US-Dollar. Das waren jetzt zwei sehr spannende Dividendenaktien. Für mich auf jeden Fall ein Muss für die Watchliste definitiv. Und wenn dann der Kurs stimmt, die Bewertung stimmt und natürlich auch die Ausblicke eventuell wieder ein bisschen besser werden, dann kaufe ich auf jeden Fall diese beiden Aktien in mein Depot rein.